Hallo zusammen, da sind wir mal wieder zu einer neuen Runde LOL. Dabei ist natürlich wieder der Kapuzenwurm. Hallo. Und der Dead Sheep. Hallo. Scott. Ja, und wir haben natürlich auch wieder Abonnenten dabei. Zwei Stück. Das ist einmal der Ilfein und der Robin 99780. Und der BBC Boy. BBC Cowboy, oder wie? Der BBC C4 Boy. C4 Boy, ja. Der ist auch ein Abonnent. Und jetzt zocken wir zu dritt. Zu fünft. Und ein Aram. So. Ja. Jetzt hätten wir alle wichtigen Teils raus. Aram! Und? Aram! Ich kann nicht schreien, meine Mutter pennt. Aber wir sind, wie lange sind wir jetzt in der Warteschlange gesessen? 10 Minuten locker ja, mal, oder ungefähr, wie? Ungefähr, ja. Irgendwie spacken die 10 Minuten. Ja. Heute ist übrigens Montag, der 29.07. Ja. Und es ist gerade 21.53 Uhr. Also bei euch nicht, ne? Jetzt nicht vertun, ne? Ja. Also bei euch ist schon später. Oder früher. Sind der Ken und der Timo eigentlich Kollegen so? Weil so von der Körpergröße her passt das ja ganz gut, ne? Ja, es gibt ein Volk in LOL, die heißen Jordl. Und Jordl? Das sind diese Jordl mit Y geschrieben. Ah. Das ist so ein kleines Volk und ich glaube, Timo ist ein Jordl und Ken auch. Kennst du Rumble vielleicht? Der mit den Flammenwerfer? Der ja. War's auch. Das ist auch ein Jordl. Ah, ein das ist Jordl. Ein Volk. Wie Zix. Zix ist auch ein Jordl. Okay. Und ich glaube, das sind halt alles kleine Menschen. Was gibt es da noch? Menschen? Ja, die gibt es, glaube ich, auch. Untote, aber blaue Einhornschlumpfinen, ne? Ja, und Vogelscheuche. Ja, genau. Oder gibt es noch nicht so viele? Nee, das ist dann so die Artificial. So wie Blitzcrank ja. Dann, weißt du? Ja, so ein Einzelding. Die halt irgendeiner zusammengebunden hat hier bei Fiddle Six genau, so. Knie gelenkt hat, hält bestimmt extrem lange, wie man wenn das jetzt ja aussieht. So was haben wir noch nicht und dann ja. Rein mit Metallding da. Hm? Ja, wir hoffen, dass wir nicht zu lange warten, weil die Server die sind heute glaube ich wirklich vor dem Zusammenbrechen. Ja, sonst machen wir halt wie Günther ja auch so einen 3 Stunden Moderationsmarathon. Stimmt, und am Ende kommt nichts dabei raus. Ah, es geht ah, ja, geht doch, aber das würde nichts ausmachen. Hey. So, was kaufe ich mir denn mal zuerst? Keine Schuhe. Nee? Wollte ich mir gerade kaufen? Nein! Ach, wieso denn nicht? Nein, wir brauchen keine Schuhe. Ich fange einfach mal direkt mit dem Super Wand an hier. Bier Hobbit. Warte, was hast du? Also, du hast die. Ja, gut, mit dem warst du jetzt im Spiel. Ja, mit dem. Da weiß ich einigermaßen, was ich so. Was ja. Der kann, so ein bisschen. Hm. Was? Kapuze, ach, also das ist der. Aha. Mhm. Der Gator mich hier an. Ehrlich. Angegate. Oh. Angegate. Wir können ja eigentlich auch mal eine Gate-Edition machen hier. Die können wir aber machen, ne? Ja, aber nicht aber jetzt. Aber da können. Nee. Dann machen wir ein anderer. Nach 12 Uhr. Ja. Ja. Ist es bei euch warm eigentlich gerade? Nö. 24. Ja, okay. Sehr angenehm. Ich glaube, bei euch hat es ja gewittert oder so, oder? Also ich ja, glaube, nee, in der von Hamburg hat es ja gewittert. Ja, aber noch nicht so richtig. Also guck mal, da kommen sie erst. Und eine sehr gute Freundin von mir, die kommt aus Hamburg und mit der rede ich täglich und die hat gesagt, ja, bei ihr hat es gewittert. Vor ja. Gestern. Ja, komm, du hast ja nur versprochen, dass du sie mal in der nächsten Folge erwähnst, ne? Richtig, nee, die schaut keine Leute, das ist kein LOL. Wie? Wie geht das? Die guckt die Videos nicht, wie kann die eine gute Freundin sein von dir? Ja, stimmt. Ich glaube, I'm breaking up. Da, guck mal, hab den Mordekaiser getroffen. Kawabanga! Ah, David. Kawabanga? Ja, kennst du nicht? Doch. Wer hat das mal gesagt? Die Turtles. Ninja Turtles. Genau. Das ist auch so witzig. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, beim Intro ja. Von den Ninja Turtles sagen sie Hero Turtles. Ja. Ja, ich glaube, in Amerika hießen die so. Und das ist halt witzig, dass sie das Intro Hero Turtles nennen, aber die Serie Ninja Turtles taufen. Ja. Also das fand ich einen ziemlich witzigen Fact. Ist mir auch nicht aufgefallen. Ja, ist wahrscheinlich keinem aufgefallen, weil... Ist es nicht. Glaube ich auch. War das bei euch auch Frank Zander, der das gesungen hat? Ich weiß es nicht. Hat er? Also der hat das gesungen, ja. Kennst du den Frank Zander? Ich kenne ihn, aber ich ja, wusste nicht. Ja, der hat den Hero Turtles Song. Echt? Ja. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Kann man sich nicht vorstellen, wenn man ehrlich ist. Nee.
Was machen die denn da? Die warten. Ja, die spielen immer so komisch irgendwie. Ja, ja, das ist. Ja, das ist nicht nur der Server, der langsam ist, auch die Leute sind heute langsam. In Wirklichkeit spielen wir jetzt bestimmt gegen so ein koreanisches Pro-Team so. Ja, und die wollen nur, dass wir sie unterschätzen. Aua, 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 aua. Geh mal zurück und hol dir das hin. Ich brauch das nicht, ich kann mich heilen. Ja, okay, dann hol ich's mal. Also ich kann mich ja heilen, ne? Ja, du kannst. Ich wollte nur noch mal. Ich kann mich auch heilen. Ich kann mich auch nicht. Ich kann mich da ja schon heilen, ne? Ja. Mir ist es scheißegal, wie viel Schaden ich kriege. Ich bin nie. Ich kann mich heilen. Da würde ich mal sagen, nice try, ne? Nice try, but ja, not success. Der zieht ja schon so ein bisschen mimosenhaft an dem Ding, ne? Muss man ja schon sagen. Etwas. Ne? Also, von Männlichkeit keine Spur. Ah, Finn ist tot. No. Give it to you. You want that? I want that. You want that nice health? Yes, a little bit. So, jetzt wow. Bam in the fresh. So. Immer schön da reinwerfen. Wie schaut's aus mit unserem Freund Snowden? Ja, ich habe noch nichts Neues jetzt mal erfahren. Hab verfolgt, aber nichts erfahren. So. Ich schleich mich mal in den Busch hier. Und gleich komme ich ja mit der Ulti rausgerannt und hau alle kaputt, ey. Alle kaputt. Da schreibt einer, der Mr. 98. Nein. Viel Glück, sorry, wenn ich sterbe. Da stört man noch nicht. Lol. Glückwünsche hat man doch immer Zeit. Ja. Ich habe ja auch noch Tränke gekauft, die könnt ihr eigentlich auch mal benutzen. Uiuiui, jetzt brauche ich aber dann langsam Mana. Ja, beides. Also Heal und Mana. Lol, geil. Wie ist der Heal denn jetzt gesprungen, ey? Die stehen da alle. Hast keiner erwischt? Nee, und die springen nur zu den drei Minions. Kann die mich eigentlich sehen, solange ich gesilenced bin, ne? I'm not sure. Hast du ihn gekriegt? Ja, ich hab mich da reingeflasht und ihn dann angecharged. Ganz hinterrücks so. Ganz hinterrücks? Ja, ganz furchtbar. Ganz ekelhaft. Also ganz bösartig, wie ich halt so bin, ne? Jetzt gibt es ein gutes Video von in Überwachung. Also da haben sie. Ich spring gerade in den Themen. Mir ist heute bewusst geworden. Also das ist so ein, ich weiß nicht, Komödiant, der hat immer einen Handschuh an. Kennst du den? Das ist ein Deutscher. Irgendwas mit G. Boah, weiß ich jetzt gar nicht. Hey, der ist immer so systemkritisch auch gerne und so. Nee, weiß ich jetzt gerade nicht. Okay, ich weiß den Namen nicht. Und er hat was ganz Interessantes gesagt, nämlich, ja. dass die Politiker quasi diese schwierigen Ausdrücke, es gibt ja da die Ausdrücke für einen normalen Baum beispielsweise. Ja. Gibt es auch so einen politisch korrekten Ausdruck für Baum? Okay. Und er hat so eine Theorie halt aufgestellt, dass quasi die Politiker diese schwierigen Worte verwenden, damit Sachen müssen ja öffentlich gemacht werden. Und ja, öffentlich damit die keiner versteht. Damit sie keiner versteht. Und das ist eine ziemlich interessante. Ich meine, das ist wahrscheinlich auch so ganz, ganz sicher sogar. Aber es ist mir nie klar geworden. Ja, also es muss nicht unbedingt so sein. Ist jetzt schwer zu sagen, weil es. Ja, aber ist halt in der Politik, hast du dich unheimlich viel mit Gesetzestexten zu befassen, weißt du? Und die sind ja meistens so formuliert extra, damit es halt genau das beschreibt, was du beschreiben willst. Oder so gut wie möglich, weißt du? Naja, das Ding ist, ich meine, er hat dann auch eben ein Beispiel genannt und hat dann das Beispiel genannt, es ging um Soldaten im Iran oder so und er hat halt das irgendwie super formuliert, dass die wir nicht abziehen, weil wir keinen Bock haben und das hat er halt so schön umformuliert, weißt du? Und er hat gesagt, wenn die das so im Fernsehen sagen würden, dann würde die Diskussion ausbrechen. So okay. Schalten Leute aber gleich im Vorhinein ab. Und das ist ziemlich true eigentlich. Das ist ziemlich interessant, finde ich. Ja gut, das kann schon gut sein. Oh, wir sind alle low, ne? Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Ja, stimmt. Hier. Also jetzt, ich meine, mit Mordekaiser und Trash haben die schon ein paar gute Leute. Ja. Er schleicht dich. Nope. Oh, ui. Der war da leider schieb. Ja, ja. Hast du gesehen, wie viel Leben der Dings hatte? Nee. Ash war das, glaube ich.
Also ich kann dir sagen, nicht viel. Ja, lass ein bisschen vorsichtig machen hier. Ich hätte jetzt voll Bock auf Eiskaffee. Magst du Kaffee? Eiskaffee, aber Kaffee nicht. Aber ist doch das gleiche, nur kalt, oder? Hey, schmeckt schon anders. Die spielen aber sehr vorsichtig so, ne? Ja, wie gesagt, das ist Koreaner. All the Koreaner. The Koreans. Ja, all the Koreans. Aber die spielen nicht schlecht eigentlich. Also die haben uns dann am Ende hin ziemlich wehgetan, sag ich jetzt mal. Ja. Ah, damn it. Jawohl, die Eschner getroffen. Sehr gut. I will show you the path. Du willst mir zeigen, Pfad? Ja, ich will dir zeigen, wo der Ziegenbock den Honig hat. Ah, wo hat er den denn? Ja, da muss ich bis dahin noch rausfinden. Ah, doch. Das Katzenfutter geschmeckt, was du gegessen hast? Ja, das war köstlich. Also. War köstlich. Könntest du weiterempfehlen? Ja, für Katzen. Apokalypse für dann so? Also für die Apokalypse ist das sicherlich in Ordnung. Okay. Aber so halt irgendwie nicht. Weil, wenn man das dann isst, dann stellt man sich dabei vor, dass nur 4% von dem, was du isst, halt das ist, was draufsteht. So, wenn da draufsteht mit Kaninchen, dann sind dann ja nur 4% Kaninchen drin. Ja, das ist. Und ja. Dann stellt man sich so vor, was halt der Rest ist, weißt du? Ja, oder eher oder lieber nicht. Ja, eben. Ich hab mal gelesen, dass es kein Katzenfutter mit Mäusegeschmack gibt, weil das zu teuer wäre.